Und weiter geht's auf der Stroke Art Fair in der Zinderpalle. Wir sind einige Zeit durch die Gegend gelaufen und jetzt habe ich wieder was ganz Interessantes gefunden. Ein Kleid, wie es auf den ersten Blick aussieht, aber da kann uns jetzt eine Mitarbeiterin der Künstlerin ein bisschen was zu erzählen. Das ist nämlich was ganz Interessantes. Genau, also das ist eine Arbeit von Patricia Thoma. Sie nennt sich Brautkleid, allerdings was sich hinter dem Brautkleid versteckt, sind Upcycling-Prozesse, mit denen sich die Künstlerin sehr intensiv beschäftigt. Und zwar benutzt sie alte, ausrangierte Mülltüten, die sie dann zu High-Fashion-Objekten umwandelt. Hier ist es sozusagen nochmal veredelt mit ein bisschen Kaninchenfell hier am Ansatz, aber ansonsten kann man hier, wenn man vielleicht mal ganz nah rangeht, kann man hier lesen, 60 Liter Rossmann, das heißt, das sind Mülltüten, die hat ähnliche Dinge auch mit Aldi oder Penny-Tüten schon gemacht, wo es dann offensichtlicher wird. Und hier ist es natürlich, wird es ganz schwer, einen Unterschied zu erkennen zwischen wirklicher Haute Couture und Müll-Reproduktion. Genau, Patricia Thoma heißt die Künstlerin. Vielen lieben Dank, sehr interessant, man sieht, die Stroke Art Fair ist sehr vielfältig. Von Bildern über Kleider. Man findet allerlei. Kommt vorbei und guckt es euch an. Noch bis Sonntag ist die Ausstellung zu besuchen.